Ja, hallo zusammen, hier ist Flux Kommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und ja, den Cibodex aus dem kleinen Bittestrich frei mit dem 8er Premium Panzer der Franzosen. Zwei Schuss Autoloader, Bedjet, Borask oder nur der Borask. Hier auf Morovanka in einem 8er, 7er, 6er Battle und im Süden gestartet. Wir haben hier drei 8er, 6, 7er, 6, 6er und darunter drei Heavys, 6 mittlere Panzer, 4 TDs. Ein Light, einmal die Artin, 18 Mal hat er Standardposition dabei, APCR mit 360 Damage, 290 Durchschlag, 14 mal APCR Premium Munition dabei mit 240 Durchschlag. So, zwei Schuss auf den T-50-2 und raus damit, erster Kill. Reloadzeit für die zwei Schuss 19,59, zwei Gunmax hat er drauf, zwei Kringelchen, also fährt er den schon eine Weile. So, jetzt haben wir den SRV-74 da. Da gingen auch beide Schuss rein. Ein HP und zack, raus. Jawohl. Geht ja gut ab hier. Ja, gehen wir weiter mit der Munitionsverteilung. Viermal HE dabei. Mit 400 Damage, 53 Durchschlag. Ist hier im Silberwald, den sogenannten. Na. Erster Schuss in den T34-1 und den zweiten Schuss auch. Jedes Magazin ein voller Treffer, so gesagt. Dann haben wir hier kleines Medkit, kleines Redkit und starker Kaffee als Ration. Jawohl. Dann haben wir noch eine Mission am Start. Das ist Koalition 2, die Elite in Richtung Objekt 279F. So, jetzt geht's auf den T26E4. Erster Schuss geht daneben. Achter Premium mittlerer Stufe oder Panzer. Quatsch, mittlerer Panzer. Der Amerikaner, ne? Kennt Urgestein. Kennt jeder den Super Pershing. So, da hat er sich welche eingefangen. Um T-34-85M mit Premium-Munition hat er zwei Treffer bekommen. Den nimmt er jetzt aufs Korn. Erster Schuss. Ah, weiß man nicht, ob er beide getroffen hat. 4:5 steht es. Und wir sind hier gerade mal bei 2 Minuten 20. So gesagt. Na, nicht mal 2,5 Minuten alt, die Runde hier. Ja, die Boas wird schon gerne gefahren. In Clip hat er hier 2 Sekunden, sehen wir ja. Und Einziehzeit ist ziemlich hoch für den Boas. 3,3 Sekunden. Sichtweite 390. So, angesteckt. Barbecue. T-34-85M. Erstmal angesteckt. Sture Emil noch eine reingehauen. Zweiter Kill so mit dem T-34-85M. Der ist ja dann abgefackelt. So, Rheinmetall, Borsig, Waffenträger, 8er TD der Deutschen. Dann haben wir hier VK30-02D vom Rohr. Tiger P, Skoda T25. Erster Schuss und tschüss, mach's gut. Jawohl, dritter Kill. Raus damit. Ehe der gemerkt hat, wo der Schuss herkam, war auch schon draußen, ab in die Garage. 7:5 steht es. Wir sind bei 3,5 Minuten angekommen. Wieder so ein kleiner Blitzkrieg hier. So, jetzt die 3 Meter Borsig Waffenträger. Erster Treffer. Zweiter Treffer. Schöner Hit da. Wir sind beim Damage von 4061, 1279 Aufklärungs- und Unterstützungsschaden. Es steht 8:6. Mission auch erfüllt. So, 4 Minuten sind rum. 9:6. So, da will wer cappen. Mal schauen, wer das ist. Ist das der Jackson? Oder die Super Hackett? So, dann erstmal auf dem Weg den Tiger P. Abpraller T29. Jawohl, in die Seite rein. Da kann man zurück. Oh, hier stehen 2:30 Sekunden. Die Cap. Ach, der Defender. Guck mal an, du. Na, was hat der denn für einen Plan? Roll. Oh, schön. Feuerwerk. Munitionslager. Tschüss. Was für ein geiler Treffer. Ja, vierter Kill. 10:7. Und die Runde ist 5 Minuten alt.
Tiger P nochmal oder T29. Ja, Indikator zeigt grün, jawohl. Erster Treffer und raus damit. Fünfter Kill. So, ab in Reload. 10 Premium APC hat er noch und die 4 HE. Ah, der Jackson. Sag ich doch, der Jackson. Aber der wird gerade zusammengeschossen und da geht er raus und Schluss mit den Captain. 13 zu 8. Nur noch die Super Hellcat und die M44 der Gegnerseite über. Ein Kill bräuchte noch für den Krieger. Das ist die Super Hellcat, erster Treffer. Und raus damit, jawohl. Vorbeifahren und raus dem sechster Kill. Krieger in der Tasche. Wir sind mit einem Damage von 6735. Ja, Aufklärungs- und Unterstützungsschaden. Weitere Mitspieler. Ui, das war frech. Das war frech. Von der M44 hat sich somit auch verraten. Das war ja so ein richtiger Glücksschuss für die M44. Ja, 47 Schaden gemacht. So, ihr Ende naht. Ne, beim Damage von 360 glücklich vielleicht ein Schuss, aber ich glaube, beide Schuss sind da nötig. Mal schauen, ob sie geflüchtet ist. Da ist sie. Und ein Schuss reicht natürlich. Raus mit 7. Kill. Schön am Ende noch geslidet. Und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift Boras 6er Farmen. Ja, das war wohl so auch so. Und dann haben wir hier das Panzer. Dann haben wir Schläger Brandstifter. Die Defender weggebombt. Ja, Sprengmeister. Oh, haben wir hier noch dabei. Dann haben wir Dolant und Wirkungsfeuer 280.646 Credits. XP kommen wir später. Und dann haben wir das Großkaliber, Meisterschütze und den Krieger ab den 6. Kill. Teamscore 7.388 Damage, 7 Kills, 1.882 Basis XP. Hier mein dritten Report rein. 25 geschossen, 24 mal getroffen, 21 mal durchschlagen. Dann haben wir hier 2.766 Damage über 300 Meter. Dann Unterstützung, Aufklärungsunterstützungsschaden anderer Mitspieler, hatte ich ja schon gesagt, 1279 ist so geblieben. Gefahren 4,2 Kilometer, dafür gab es 124.731 Credits, dann hier persönlicher Reservenbonus, 93.549 dazu, macht 280.646 abzüglich Repair, Munition, Ration und Kits. Dann bleiben hier 205.059 Credits über das Ganze in 6 Minuten 47. Hälfte der Spielzeit noch nicht mal. Wunderbar, schöne Runde. Ja, dann haben wir die Basis XP plus Missionsbonus 16.938. Und Bonus für Premiumfahrzeug 282. Dann haben wir hier 423 freie Erfahrung. Persönlicher Reservenbonus, ne? Macht dann eben zusammen 20.043 XP und 564 freie Erfahrung. Ja, sehr schöne Runde mit dem Rust. Immer wieder schön zu sehen. Und das Replay ist schon ein bisschen älter. Ich habe zurzeit wenig Zeit und privat einiges zu tun. Egal, es geht weiter und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.